Die japanische Marke Infiniti hat einen Vierzylinder-Ottomotor namens VC Turbo vorgestellt. Einen Benzinmotor mit variabler Verdichtung. Die Technologie verspricht sowohl leistungsfähigere als auch sparsamere Motoren. Wie funktioniert das System? Verdichtung findet in einem Verbrennungsmotor immer dann statt, wenn sich der Kolben im Zylinder von unten nach oben bewegt. Das Verdichtungsverhältnis wiederum beziffert das Verhältnis des größten zum kleinsten Brennraumvolumen in einem Motor, also das Verhältnis des Volumens zwischen unterem und oberem Totpunkt des Kolbens. Normalerweise ist es fix und durch Länge der Bläuelstange und Hub der Kurbelwelle definiert. Bei einem VW Golf 1.4 TSI etwa beträgt es 10 zu 1. Beim neuen Infiniti Motor ist es variabel und kann von 8 zu 1 bis 14 zu 1 stufenlos reguliert werden. Fährt der Fahrer hingegen gleichmäßig dahin, wird das Verdichtungsverhältnis auf 14 zu 1 gesteigert, wodurch die angespritzte Spritmenge verringert werden kann. Das Ergebnis: deutlich geringerer Verbrauch. Denn der VC-Turbomotor reagiert sozusagen auf den Fahrer. Gibt der Vollgas, wird die niedrigste Verdichtung von 8 zu 1 eingestellt. Eine niedrige Verdichtung bedeutet, dass der Kolben im Zylinder nicht ganz so weit nach oben fährt und das Brennraumvolumen demnach größer ist.